Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2. Ja, ich weiß, hier ist sehr lange nichts passiert, aber wir sitzen wieder auf dem Sattel. Und zwar war ich im Shop, habe wieder haufenweise Kohle ausgegeben und wir sitzen hier im nagelneuen LKW. Ja, passend mit Tieflader in der gleichen Farbe. Soll das zueinander passen, nicht wahr? Ja, wir haben sehr schon Fracht hinten drauf. Wir stehen in Frankfurt am Main und wir fahren nach Slowakei. Ja, ein weiter Weg liegt vor uns und ich glaube, wir sollten auch sofort starten. Zielort war, zeig mal, warte mal, wo fahren wir hin? Wir fahren nach Neu-Sohl. Da waren wir noch nicht. Ich würde sagen, wir legen los. So. Mal Motor an hier, Licht an. Guck mal, Scheinwerfer haben wir sehr, sehr viel. Also wir können die Nacht zum Tag machen quasi. Hier ist richtig weit los. Wir haben Rundumleuchten, derart viele Stroboskopblitzer. Das volle Programm, alles ist am Start. Ja, weiß ich nicht. Wollen wir die anlassen, dauerhaft, oder brauchen wir das jetzt noch nicht? Ich bin mir noch nicht sicher. Wir machen erstmal aus. So. Ja, das ist der Tieflader, passend dazu in Wagenfarbe. Ist firmeneigen, ist nicht vom Auftrag, sondern ist unser Eigentum. So, ich würde sagen, wir fahren los. Haben wir Licht an? Ja, haben wir. Warte mal, wir schalten noch um. Auf Tempomat-Anzeige, genau. So nämlich. Sehr schön. Die Spiegel sind alle halbwegs eingestellt. Warte mal, ich sehe hier auf der Map gerade ja nichts. So ist besser. Und ja, warte mal. Der Bagger, der wiegt 26 Tonnen. Und da müssen wir ein ganzes Ende für fahren. Na los, fahrt mal durch, Mädels. Ich muss hier lang. Ja. Wir müssen dann die ganze Ecke für fahren. Und zwar fast 1000 Kilometer. 964, um genau zu sein. Wir sind mit dem LKW auch schon mal gefahren, ne? Da hatten wir aber einen Holztrailer hinten dran. Und man kann hier verschiedene Konfigurationen an den Achsen machen. Also man kann den auch eine Nummer tiefer legen. Macht sich aber mit Bordsteinkanten und so echt nicht gut. Du fährst so halb über den Bordstein und dann hat das Ding gleich 3-4% Schaden. Nicht so geil. Ich hatte erst kleinere Reifen vorne drauf mit einem tieferen Fahrwerk. Hab die ganze Geschichte dann aber nochmal abgeändert. Und ich denke, jetzt sind wir auf dem guten Kurs, nicht wahr? Große Räder, Fahrwerk leicht erhöht. Der ist an sich ja nicht hässlich. Ne, schöne Gerät. So, wir müssen hier rum. Ich hoffe, der ist nicht zu laut, aber das müsste eigentlich passen, oder? Der Trailer hinten lenkt mit. Der sieht immer total merkwürdig aus. Oh, guck mal hier, eine MK4 Supra. Geil. Ah, herrlich. Oh Mann, wir haben so lange nicht gespielt, Leute. Sowas macht wieder richtig Spaß zu sehen. DeLorean und sowas, nicht wahr? Ja. Da gab auch ein Update. Ein relativ großes sogar. Ich glaube 23 GB oder so. Jetzt haben sie auch automatisches Licht mit drinne und neue Wettereffekte und hast du nicht gesehen? Ja, 1.49, keine Ahnung was, glaube ich, irgendwie ist das. Müsste ich nochmal nachschauen, weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall, ja, sind wir auf dem neuesten aktuellen Stand und ich hab mal seit Ewigkeiten wieder Bock auf eine Runde fahren. Ich sage euch ganz ehrlich, ich habe auch keine Ahnung, wie weit wir hier heute kommen. Wir fahren einfach in den Sonnenaufgang hinein. Das ist nämlich 6.34 Uhr am Montagmorgen. Die Woche kann starten. Mal gucken, wie lange wir brauchen, bis wir überhaupt ankommen, da wo wir hin sollen. So, ich klöppel mal bei 83 in Tempomaten drin. Ne? Da steht's. In der Mitte von der Tacho. Ja. Okay. Läuft. Da kommt irgendwas Türkiset vorbeifahren. Ist das was Cooles? Naja, E46. Kurvenlage. Und ich habe festgestellt, die haben wieder sehr viele Städte hier updated. Und das ist schon ein bisschen cool. So. Ich bin sehr gespannt, was uns auf der Reise hier erwartet. Schauen wir mal. Oh, guck mal hier. Hä, steht da so ein fettes Haus? Das ist ja voll das dicke Ding. Der ist ja fast größer wie der Commerzbank Tower, oder? Was ist das denn? Voll abgefahren.
Da machen wir doch gerne mal die Straße dicht. So, mit rot umleuchten, dann dürfen wir das nämlich auch. Ist ja voll cool. Hä, ja, wie geil. Da habe ich nie drauf geachtet, dass hier Frankfurt so eine krasse Skyline hat. Das gefällt mir. Kriegen wir das hier irgendwie im Hintergrund mit drauf? Das wäre natürlich wunderschön. Bevor die Bäume hier alles verdecken. Ich glaube, das könnte was werden, oder? Guck mal, so ungefähr. Das sieht doch gut aus. Komm, wir fahren weiter. Der LKW, der hat doch haufenweise Leistung. Also, daran sollte nicht fehlen. Ein Evo, hallo. Was ist das denn? Ein Supra. Ach Gott, aber die hässliche. So, Tempomat, Wiederaufnahme und Feuer frei. Ich würde mal sehr gerne gucken, durch welche Ortschaften, Schrägstrich Länder wir uns so begeben. Also wir fahren an Nürnberg vorbei. Wir schrammen immer so unten an Prag rum. Dann geht's nach Brünn, hier waren wir auch schon mal. Und dann nach Pressburg. Und dann sind wir da. Neusol, alles klar. Naja, der Weg wird ein weiter sein. Vielleicht wird er auch ein leichter sein. Wir schauen mal rein. Entschuldigung. Mir war gerade so. Aber erstmal müssen wir hier aus Deutschland raus. Aber es wird schon. Und... Oh, ich hab... Tirsan. Da gibt es, glaube ich, wieder neue Trailer oder so. Also LKW-Trailer. Ich habe in den DLCs noch mal ein bisschen rumgeschnökert und ich glaube, ich habe jetzt wirklich fast alle voll. Also wir haben wieder neue Trailer, theoretisch. Brauchen wir an sich eigentlich nicht, aber ich wollte es einfach haben. Also irgendwann, da geht es mir im ETS oder im ATS fast nur noch um Besitzen und um Haben und nicht mehr unbedingt um das Benutzen. Deswegen, das klappt schon. Eieiei, warte mal. Oh, wir haben ja so einen langen Anhänger hinten dran. Aber durch die gelenkten Achsen hinten vom Trailer sieht die Sache da oben im Rückspiegel eigentlich recht passabel aus. Ja. So, links ist frei. Laut Spiegel, dann rüber und Feuer. Tempomat, Wiederaufnahme und gib ihm. Oh ja, ich finde die Farbe jetzt schön eigentlich. Ne, die war sehr noch gespeichert in den Farbkonfigurationen. Also ich habe da irgendwann schon mal einen LKW mit Leitplanke aus dem Weg. Oh Gott. Ja, nach vorne gucken soll helfen. Guck mal, hier wäre schon wieder fast passiert. Aber ich finde es einfach wunderschön, dieses Fahrzeug. Oder? Seid mir ehrlich. Das war mal ein cooles Ding. Wir müssen eigentlich unbedingt Meter machen, ne? So. Tanken müssen wir nicht. Auf sich schlafen sind wir hoch. Wann müssen wir das nächste Mal pennen? Wir müssen in knapp 10 Stunden schlafen. Und wir sind in knapp mehr wie... Na, ein bisschen mehr wie einen Tag fahren wir noch. Also knapp 24 Stunden und ein paar zerquetschte. Dann wären wir am Ziel. Ich habe keine Ahnung, wie lange das dauert. Also wir werden wahrscheinlich nicht in einer Folge dahin fahren. Ich hätte es gerne sehr entspannt angegangen. Die Etappe hier. Von daher lassen wir einfach mal auf uns zukommen. Ne? Wir machen uns hier schön so einen gechillten, ruhigen. Ja, Kühlschrank ist an Bord. Ist eigentlich recht spartanisch eingerichtet hier, der Gerät. Aber ich mag den LKW. Ich finde den irgendwie schön. Und wie gesagt, in dem Update, was es gab, da waren irgendwie neue Wettereffekte und sowas enthalten. Ich habe gar keine Ahnung, inwiefern. Also da waren irgendwelche Dämmerungsbilder mit Blitzen und die Witter und bla. Und vielleicht ist es ja auch richtig cool gemacht. Also von mir aus kann man so eine richtige Regenhusche vorbeiflitzen mit einem Gewitter drin oder so. Dann könnten wir uns das mal angucken. Vielleicht fetzt es ja, keine Ahnung. So. Und ich wollte eigentlich nochmal nach neuen Mod-LKWs gucken. So ein paar Oldies oder so.
Aber ja, zu meiner eigenen Schande muss ich gestehen, habe ich nicht gemacht. Wollte ich machen, habe ich nicht. Tut mir leid. Aber ne, ist ja noch nicht aller Tage Abend. Vielleicht kriegen wir das ja irgendwann mal nochmal hin, dass wir nochmal mit so einem schönen altes Schmuckstück irgendwo über die Straße brettern. Und ich kann mich irgendwie dunkel dran erinnern, dass wir vielleicht sogar mit dem Volvo nochmal eine Runde drehen wollten, oder? Kann das sein? Zeige ich euch, dass ihr wisst, wovon ich rede. LKW Händler, wählen wir hier zu Volvo und zum Bordhändler. Und da. Zeig! Ja, braucht ein bisschen, warum auch immer. Braucht ein bisschen lange. Da, guck mal hier, so ein Ding wollte ich mir doch eigentlich nochmal zusammenbauen. Dass wir damit nochmal eine Runde durch den Osten drehen, wäre ja an sich eigentlich ein recht passendes Fahrzeug. Na? Wenn wir hier uns in dem ganzen Gebiet ein bisschen näher widmen, weil hier ist noch echt viel unerforscht. Wenn wir mal die Karte fragen, wo wir uns denn schon hinbegeben haben, dann sagt die, Junge, du warst hier noch nicht oft. Guck mal hier, wir haben es einmal geschafft bis nach Eisenmark hinein und dann wartet doch schon wieder. Hier ist noch so viel zu erkunden. Kann sein, dass wir auf einem anderen Spielstand schon mal irgendwo weiter waren. Bis nach Istanbul können wir fahren. Guck dich das an. Hä? Wir waren ja noch gar nicht in Italien. Was ist das denn? Oh oh. Dann sind wir doch auf einem anderen Spielstand, die fahren. Ah, schwierig. Ah, okay. Ist egal. Wir fahren erstmal weiter. Der Sonne entgegen. Sieht schon cool aus. Also die Farbe, seid mir ehrlich, Leute. Mag den voll. Man kann hier leider diese ganzen DLC-Skin-Dinger nicht anbringen, weil das halt kein Originalfahrzeug ist. Aber ja. Hä, was ist denn mit dem neben uns? Ey, guck mal, wir fahren schon schneller als erlaubt und er fährt noch schneller. Ist einer von der flinken Bande hier. Gucken dir an. Ja, sag mal, wie schnell fährt denn der bitte? Warte mal, wir lassen mal testen. Wenn wir nebenher fahren, wissen wir, wie schnell der fährt. Boah, wir kommen ja nie ran, Junge. Das ist ja krass. Na dann komm, Lichthupe, kannst reinfahren. Also wenn der KI-Verkehr das noch könnte, wäre der Hammer. Ne? Mit Lichthupe signalisieren bis vorbei. Komm, Junge, fahr rein. Ne? Mit Wechselblinker links, rechts, links bedanken. Das wäre Endstufe, Leute. Also SCS-Software, wenn ihr Bock habt, macht mal sowas. Das wäre echt cool. Ne? Wetter-Update und so. Ja. Schöner KI-Verkehr. Wenn er da so zwei, drei Leute ransetzt, die sich da nochmal so eine Platte drüber machen, dass das geiler läuft. Da würde ich die Hand reichen. Das wäre doch was. Auf jeden Fall. Ich muss aber generell staunen. Ich hatte nämlich ganz, ganz böse Befürchtungen. Bevor ich den LKW hier zusammengebaut habe mit Trailer und so. Da kam nämlich das Update. Da dachte ich mir auch, nee, komm, jetzt willst du mal wieder eine Runde ETS fahren. Und dann kommt das Update und danach geht wieder gar nichts. So richtig nichts. Wäre nicht das erste Mal, dass die ganzen Mod-LKWs nicht funktionieren, dass die Trailer nicht funktionieren, dass die Frachten nicht funktionieren, dass sich das Spiel aufhängt, sobald du irgendein Mod-LKW am Laden bist oder so, ne? Schwierig. Dachte mir, okay, wir gehen mal vorsichtig in die Sache rein. Wir schauen mal, was funktioniert, was nicht funktioniert. Also ich habe mit allem gerechnet, zum Beispiel, dass der Spielstand auch komplett Schrott ist. Also ist halt leider nicht ausgeschlossen. Aber Update runterladen. Spielstand gestartet. Und es lief fehlerfrei. Im Mod-Manager geguckt, keine roten Ausrufezeichen, keine Meldung, gar nichts. Alles tippitoppi. Angeschmissen, losgefahren, alles cool. Da hat mir echt ein bisschen gefreut. Also ist nicht oft vollkommen seitdem. Aber ist schön. Ist mal was anderes. Also ich hatte auch schon Spielstände, wo ich dachte, ey, jetzt geht hier gar nichts mehr. Dann hast du angefangen mit Mods rumfummeln, den von A nach B schieben, war das, das war das nicht und die Reihenfolge und hast und ach, hör auf. Ja, also so ein Update ist zwar geil für neue Inhalte, aber wenn alle anderen Inhalte dadurch verloren gehen, schwierig. Aber nun ja. Hä, was ist denn für ein fettes Autobahnkreuz? Hier waren wir noch ja nicht. Ist ja noch ja nicht gelb. Nicht, ja nicht. Okay. Hallo, dann waren wir jetzt hier. Ist bestimmt neu gemacht. Oder wir waren genau auf der Spur, wo wir gerade fahren.
Weil Navi, die Linie ist halt rot und da unten ist bestimmt gelb. Wir fahren mal rüber, ne? Geht das hier dreispurig weiter? Ich weiß es nicht. Ich hab nämlich jetzt gepennt und nicht auf die Schilder geachtet. Ja. Jap. Aber warum fahren hier so viele alte Gurken rum? Hier sind ja nur alte Autos. Habt ihr euch im Kalender geirrt oder was ist denn hier passiert? Philipp hat Geld gemacht, das ist doch schon mal was Feines. Nebenbei bemerkt, der LKW mit Trailer war richtig, richtig teuer. Also ich habe bestimmt fast 400.000 auf den Tisch gepackt oder so. Guck mal hier, hier kommt die nächste alte Runkel an die Eier. Was ist denn bitte? Sind hier Oldtimer Days oder was? Was ist das denn? Also ich habe ja jetzt diese Road to the Black Sea DLC und seit einer Weile schon mit drin. Was sind die davon, die Auto? Ui, was ist denn hier los? Hau ab hier! Och, bremst doch nicht. Bist du verrückt geblieben, Mann? Ey. KI-Verkehr, ne? Das ist der Hammer. Ja, wo hat denn der sein Kennzeichen? Wer hat denn dieses Auto konstruiert? Warum klemmt... Eieiei. Alles klar. Guck mal hier, jetzt kommt halbwegs was Modernes. Wir fahren nach Prag. Wir sind voll auf der richtigen Spur. Das ist ja der Hammer. Ja, jetzt ist nur die Frage, wie weit wollen wir fahren heute? Ich würde das ja eigentlich sehr, sehr gerne spontan entscheiden wollen. So. Aber der fährt sich sehr, sehr schön, der LKW, muss ich sagen. Also, ja. Ich hoffe, der ist nicht zu laut. Also, ne, also laut meinem OBS-Audio-Pegel hier, das ist ja das, wo ich immer akribisch und fast schon paranoid drauf achte beim ETS und ATS. Weil, wenn der LKW zu laut ist, schreit mir die Seele aus dem Hals. Und das ist dann einfach nervig. Aber ich glaube, das passt, oder? Also er ist jetzt nicht total stumm, aber er ist es auch nicht penetrant, dominant laut, sondern ich denke, das sollte soweit passen, oder? Ich glaube ja, ich hoffe doch. Ich gucke mir das nachher an und dann werde ich es sowieso sehen. Wenn nicht, dann ist es jetzt eh schon passiert und wenn alles gut ist, dann ist halt alles gut. Sehr schön. So. Turbolader sehr prägnant. Ja. Jap. Ich mag den. Haben wir schon 200 Kilometer abgerissen? Echt? Das ist ja der Hammer. Da ging er fix. Stuttgart, Nürnberg, Prag. Du fährst mit seiner Karre, ne? Ich kann nicht weg, Mann. Ey. Ist denn hier los mit euch? Habt ihr alle Lucky soffen oder was? Ja, guck mal, ja, hier um 10 Uhr morgens, da geht der absolute Wahnsinn wieder los auf der Straße. So, hier hört sich das. Ich hab's nicht vermisst, sag ich ganz ehrlich. Aber schon wieder so eine alte Schaluppe. Was ist denn das hier? Das ist ein absoluter Ostblock. Ich meine, ich find's irgendwie cool, weil das halt wirklich mal was Abwechslungsreiches ist. Aber fällt... Ja, halt doch an, bitte. Aber es fällt halt auf, ne? Dass es sehr, sehr viele alte Fahrzeuge sind. Aber die haben, muss ich ehrlich sagen, einen recht hohen Detailgrad, was der Textur und so anbelangt. Also, ja. Ich beobachte gerade im rechten Spiegel oben, wie der Trailer nachläuft. Aber sieht alles sehr, sehr gut aus. Was macht er denn? Er dreht hier um? Hä? Okay. Lass mal machen. Kein Ding. Wir machen hier Lafortor. Ohne Bäume. Mann, ey. Mach den Schatten weg. Haut ab. So nämlich. Genau. Und Abfahrt.
6 Stunden noch. Martin S. 3.400 €. Das ist gut. Die Angestellten, die arbeiten fleißig. Sehr, sehr schön. Guck mal, bis nach Prag sind noch 183 Kilometer. Wollen wir noch bis nach Prag fahren? Kriegen wir das hin? Ich denke mal, zeitlich ist das ja kein Problem, oder? Jetzt müssen wir nur ordentlich durchscheuern, dann klappt es. Grenzübergang Weidhaus. Jawohl. Dann sind wir da aus Deutschland schon mal raus. Warte mal, ich will gerade nichts Falsches sagen. Genau, Tschechien. Klar, wir fahren nach Tschechien. Prag liegt in Tschechien. Ich muss gerade echt überlegen, Leute. Ja, okay, wir fahren nach Slowakei. Neusol. Guck mal, bis nach Prag haben wir noch eine gute Etappe. Ist ja knapp die Hälfte, oder? Ich würde sagen, wenn wir bis dahin kommen, sind wir gut. Wenn wir da nicht hinkommen, ist auch nicht schlimm. Wir haben theoretisch alle Zeit der Welt. Oder anders gesagt, wir haben noch 21 Stunden. Ne? Kommt der hin, ist ja fast das Gleiche. Ja. Hey, da fehlt aber wirklich hier auch ein alter Fiat und hast du nie gesehen. Ist mir vorher nie so aufgefallen. Das muss an dem, also könnt ihr mir vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht kann mir der einer mal auf die Sprünge helfen, aber das müsste doch eigentlich wirklich theoretisch von dem Road to the Black Sea DLC kommen, oder? Ich meine, ich find's cool, ich feiere das gerade ein bisschen, weil das halt wirklich Abwechslung in den KI-Verkehr bringt. So, hier fährt wieder ein Passat. Guck mal, hast doch zwischendurch was Neumodernes. Ist schon schön. So, Tesla. Alles da. Da kommt wieder eine Supra. Oder ist der gleiche? Guck mal, selbe Farbe. Mega. Indica. Er hebt alles in echt, ne? Ist alles echt. Alles echt, echt, echt. Voll schön. Guck mal, die Propeller machen Strom. Wir sollten nach vorne gucken, wie in der Kurve, ja. Ja, aber Spritverbrauch ist ja der absolute Knaller. Guck mal, das Ding verbraucht ja gar nichts. Wenn wir mal wieder ein Stück geradeaus haben, würde ich mal gucken, wo hier die Restreichweite und so im Bordcomputer angezeigt wird. Weil das ist sehr, sehr sparsam, der LKW. So, zeig mal her. Was? Nee. Weil wir können auch 5.800 Kilometer fahren, dann ist der Sprit alle. Was ist das denn? Ah, jo, warte mal. Nee. Sind das hier hinten die Tanks? Ja, doch, also sind sie schon, aber... Also, der hat den ganzen Klumpatsch hier hinter der Fahrerkabine wegen die ganzen Achsen und so, ne? Weil das sonst eigentlich ja nicht dahin passen würde, Getriebetechnik und sowas. Aber, wir müssten hier so eine fette Tankbombe hinten auf dem Trailer drauf haben. 5.000 Kilometer? Ist das realistisch? Ich glaube nicht, ne? Guck mal, hier oben die ganzen Luftdrucktanks, das ist alles okay, aber... Trotzdem, 5.000 Kilometer! Da fährst du immer um Mond, Mann. Ist ja der Hammer. Nee, das musst du ja noch lang fahren. Dankeschön. Hier passiert doch gleich wieder irgendwas Schlimmes. Ich weiß es, ich weiß es. So. Augen geradeaus. Und weiter geht's. Radarkontrolle. Wie langsam ist denn hier? Achsig? Wir fahren 3-achsig. Naja, mal gucken. Ich hoffe, wir kriegen kein Knöllchen wegen 3 km/h. Ist eigentlich Toleranz, ne? Alles unter 100 km/h hast du 3 km/h Toleranz und alles darüber, weiß ich gar nicht, 5 oder ist es prozentual? Bin mir da gerade ja nicht mal so sicher. Auf jeden Fall der Rüttelstreifen, der gibt alles. Ich hab dir die für die Fahrbahn, ist hier auch schmaler irgendwie. Ein bisschen rüber. Schön den KI-Verkehr vor der Nase fahren. Sehr cool. Wie viel Geld kriegen wir eigentlich dafür? 54.000? Das lohnt sich ja richtig. Dann will ich öfter mal einen Bagger nach der Slowakei fahren. Ist ja krass.
So, wir können ja gleich mal gucken, wie weit ist denn noch bis nach Prag? Weil zeitlich sind wir gut dabei. Guck mal, viel BMW, sehr BMW-lastig. Das ist von diesem Need for Speed Tuning Verkehrspaket. Und hier hast du wieder so einen alten Benz. Krass. So, ah, guck mal hier, Prag ist ja gleich um die Ecke. Haben wir hier einen Parkplatz irgendwo, wo wir anhalten können? Ja, hier wäre einer. Und der nächste wäre da. Jetzt ist die Frage, bis wohin wollen wir fahren? Oder fahren wir durch Prag durch? Wir lassen mal dahin fahren. Wir fahren direkt nach Prag rein, ne? Hätte gesagt. Bisschen Zeit ziehen kann ja auch nicht schaden. Dann sind wir nämlich schon in 62 Kilometer am Zielpunkt. Dann können wir da eine Pinkelpause machen. Und dann hätten wir da quasi Etappenhalbzeit. Also von der Kilometer her müsste doch ungefähr hinkommen. Ich weiß ja nicht, wie sich die weitere Strecke entwickelt. Ob der Weg da beschwerlich wird oder einfach ist. Ich kann nicht sagen, weil ich war da noch nicht. Werden wir rauskriegen beim nächsten Mal denn wahrscheinlich. Aber erstmal fahren wir ganz entspannt ab nach Prag drin rein. Oh Gott, diese Dinger sind ja schon fast ausgestorben, oder? Also ich kenne die noch. Diese ollen. Oh Gott, war das Fiat Panda? Fiat Punto? Diese ollen Hundefänger, diese viereckigen Dinger. Oh. Die sahen aus wie aus Lego. Also als kleiner Bengel kenne ich die auf jeden Fall noch. Aber ist aus dem Straßenbild voll weg. Gibt es, glaube ich, gar nicht mehr, oder? Vereinzelt vielleicht noch ein Ehen oder Zwehe, die dem Rost irgendwie noch davon flitzen, aber der Rest, der ist, glaube ich, ist schon alte Geschichte. Aber schön hier. So, oh Gott, warte mal, da kommt einer von hinten und dann müssen wir rüber auf die linke Seite. So. Ich vergesse immer, dass hier vorne noch so eine Haube dran ist. Mit Windabweiser und so sieht die Karre echt cool aus. Das ist ein sehr schöner LKW. So, ach Gott, ist aber schmal. Ach oh Gott, guck doch mal, wie schmal diese Spur ist. Himmel. Und jetzt lass mal hier den LKW kaputt gehen. Alle hinter dir haben so ein Zappen auf dich. Kannst du dir nicht vorstellen. Ui. Oh, wir fahren mit den Rädern durch den Dreck. Das ist echt nicht geil. Ich will jetzt aber auch nicht aussteigen und in der Außenansicht gucken, weil von hier drinnen habe ich die Spiegel gut im Blick. Oh, Laterne. Seid ihr bescheuert? Stellt euch hier keine Lampe hin, Mann. Und jetzt stell dir mal vor, du fährst mit einem großen Schwertransport durch. Da ist hier Endstation. Wenn du hier so einen fetten Kessel oder irgendwas drauf hast oder irgendwas sehr, sehr breitet ausladendet. Hast du halt einfach verloren. Endstation, dann stehst du, Leitplanke, Laterne und es geht nicht weiter. Was ist das für ein Quatsch? Na Gott sei Schrank ist der Bagger so breit wie der LKW. Haben wir nochmal Glück gehabt. Ja. So. Gleich haben wir es. Das ist ein LKW, den muss den Hacker nie sehen. Oh. Man macht mir die Fette hier auf die letzten Meter. Frankfurt, da kommen wir gerade her, da fahren wir jetzt nicht hin. Jetzt müsst ihr aber gleich eigentlich Ortseingangsschild kommen, oder? Ja, hi. Also theoretisch müsste der Trail auch gar nicht so lang ausgezogen sein. Würde auch kürzer gehen, ne? Weil der Bagger ist ja nicht so lang. Naja, okay. Wer einen langen hat, kann nur lang ausfahren. Jetzt ist 50, okay. Ah, Kreisverkehr. Kriege ich schon wieder Anfälle. Haut alle ab. Okay, hier kommt nichts, denn gerade durch. Yay. So. So, jetzt mal ehrlich, wer von euch fährt auch so durch Kreisverkehre durch, wenn Kinder kommt? Ha? Seid ehrlich.
So, wir fahren auf diesen Parkplatz da und machen da ein Päuschen. Und dann werden wir da beim nächsten Mal weiterfahren. Grün, na dann los. Action, wir haben keine Zeit. Verfatzt euch. Also jetzt mal zum aktuellen Anlass. Gibt es hier eigentlich auch Schnee oder ist hier das Wetter eigentlich immer geil? Außer Regen. Was ist das denn für ein Turm? Der ist aber nicht hübsch. Was bauen die denn hier, sag mal? Würde mich jetzt mal gerade interessieren, weil bei uns draußen liegt ja eine richtig dicke Schneematte. Also in echt jetzt. Siehst du, in der Zeit, wo hier rot ist, kann ich meine Armlehnen hochmachen. Wunderbar. Ja. Die haben ja Wettereffekte hinzugefügt. Wenn da jetzt Schnee mit bei wäre, wäre ich geil. Weil sonst kenne ich ja eigentlich nur Regen. Oder vielleicht mal ein bisschen diesig vom Nebel oder so, aber... Hätten wir da rauffahren können? Ja, na toll. Jetzt haben wir uns hier ein Eigentor geschossen. Mann! Einkommen 2500. Na, bitte. Oder? Nee, doch nicht. Alles richtig gemacht. Guck mal hier, Parkplatz. Wir befahren den Parkplatz. So öffnet mir die Pforte. Dankeschön. Ey, mit Pförtner. Voll krass. Ist das hier eine Firma? Nee, ist ein Parkplatz. Tak, 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 tak. Trailer ist auch dabei. Oh. Wie kommen wir hier wieder runter? Wollen wir hier mal gleich auf Stelle umdrehen? Dann wird es schwierig, oder? Der Platz ist begrenzt. So, warte, warte, warte. Da kriegen wir doch hin hier. Ein wunderschönes Vehikel haben wir da gebaut. Oder habe ich gebaut, ne? Mag den. So. Die Trailerreifen haben sich gar nicht bewegt. Warte. Da war nicht hier Müll. Guck mal hier. Am Rad. Ist aber eklig. Kann man nur mal wegräumen. Da stehen drei Leute unterm Dach und keiner räumt hier einen schönen Müll weg. Das hätte ich ja fast was gesagt. So, dann tun wir mal so, als könnten wir einparken hier. So. Dann stellen wir uns ganz provokant nicht an die Laterne, sondern daneben. Auf die durchgestrichene Markierung, weil wir dürfen ja halt trotzdem. So, direkt am Container, da wurde sehr wohlhabend riecht anscheinend. Sehr wohlhabend? Nee, sehr... Wohlhabend ist falsch. Ich glaube nicht, dass der Container reich ist. Vielleicht reich an Müll, aber... Okay, wir schweigen drüber, wir lassen das. Rundumleuchten aus, Licht aus, Motor aus. Und ich würde sagen, kleine Pinkelpause, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann fahren wir die restliche Strecke zu Ende. Es sind noch 482 Kilometer, fast knapp die Hälfte. Wir fragen nochmal die Mappe, wo weitergeht. Ja, guck mal hier nach Brünn und nach Pressburg. Und dann sind wir schon in Neu-Sohl. Ja, von da nach da war leicht. Der Rest hier werden wir sehen. Alles klar, wir brauchen noch knapp 6,5 Stunden und wir müssen schlafen in 3,5 Stunden, knapp 4 Stunden. Okay, also wir müssen beim nächsten Mal noch eine Pause einlegen, ne? Eine Runde aufs Ohr hauen und dann düsen wir weiter. Ich bin gespannt, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht keinen Quatsch und rein hauen. Ich wollte eigentlich hupen, hat das nicht so geklappt. So, jetzt aber, Wiedersehen!